Freunde, ein weiteres Jahr ist um und damit geht natürlich auch eine weitere Lese-Challenge zu Ende. Nachdem ich letztes Jahr so ein bisschen Probleme hatte, auf meine 45 Bücher zu kommen und am Ende wie verrückt irgendwelche kurzen Bücher gelesen habe, nur um das Ziel zu erreichen, dachte ich mir, eigentlich soll Lesen ja mehr Spaß machen als stressig sein und deswegen habe ich dieses Jahr versucht, nur 40 Bücher zu lesen. Nur 40 Bücher, sind immer noch einige. Aber ich dachte, es klingt ein bisschen machbarer und yeah, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe im Endeffekt beschlossen, dieses Mal die Bücher in vier verschiedene Kategorien zu ordnen, damit es so ein bisschen strukturierter ist. Ich habe einen Stapel mit Büchern, die ich als meine absoluten Favoriten bezeichnen würde, die ich liebe und wo ich bei eigentlich jedem Buch danach gedacht habe, oh mein Gott, ich will noch vorne anfangen und das Buch nochmal lesen, weil diese Bücher alle fantastisch waren und definitiv welche meiner absoluten Lieblingsbücher der nächsten Jahre, Jahrzehnte sein werden. Unangefochten. Ich habe einen Stapel mit Manga und Comics, die ich dieses Jahr gelesen habe, über die ich ein bisschen sprechen werde. Ich habe einen Stapel mit Büchern, die alle gut waren, aber auch nicht unbedingt super krass überwältigend. Und dann habe ich einen Stapel mit Büchern, die mich ein wenig enttäuscht haben, über die ich auch noch zum Schluss sprechen werde. Also, erstmal zu meinen Büchern, die ich absolut vergöttert habe. Fangen wir erstmal an mit meinem absoluten Lieblings-unangefochtenen Buch dieses Jahr. Und das ist We Are For Okay von Nina Lacœur. Das hier ist das Buch, was... Fokussier, Kamera, fokussier! Um ehrlich zu sein, habe ich mich für dieses Buch entschieden im ersten Moment, weil ich das Cover unfassbar toll finde. Es ist einfach so schön mit dieser Illustration, mit diesem Bett und dahinter öffnet sich die weite Welt. Das Buch ist sehr, 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 sehr schön. Es geht im Endeffekt um Maren, die von zu Hause auszieht, ganz, ganz überstürzt nach dem Tod ihres Großvaters. Und lässt alles zurück, meldet sich nicht mehr bei ihrer besten Freundin, meldet sich bei niemandem mehr. Und natürlich fragen sich alle, was ist eigentlich passiert, was ist los, warum, was passiert hier. So beschließt ihre beste Freundin, sie an Weihnachten zu besuchen, damit Maren nicht ganz alleine in New York Weihnachten verbringen muss, ohne dort irgendjemanden wirklich zu kennen. Und im Endeffekt besteht dieses Buch ganz, 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 ganz viel daraus, dass man mit ihrer besten Freundin sich über die Vergangenheit unterhält, über das, wie ihre Welt sich gerade verändert hat, was gerade passiert. Wir haben aber auch ganz, ganz viele Rückblicke, die uns erzählen, was in Kalifornien alles passiert ist, bevor man weggegangen ist und das auf eine sehr, 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 sehr schöne Art und Weise. Ich hätte eigentlich jede einzelne Seite in diesem Buch markieren können, weil ich das Buch unfassbar gut geschrieben finde. Die Art, wie die Personen miteinander umgehen, wirkt einfach sehr natürlich. Man hat nicht das Gefühl, oh, ich habe jetzt hier ein emotionales Trauma und jetzt muss ich in großen Wörtern beschreiben, wie sich das Ganze anfühlt, sondern es fühlt sich alles sehr echt an. Es sind sehr viele Gefühle, die man nachvollziehen kann, wenn man von zu Hause ausgezogen ist, wenn man irgendwo anders hingegangen ist zum Studieren, wenn man seine Freunde und Familie zurückgelassen hat. Das kennt man, das sind Gefühle, die man kennt, wie fühlt sich an einem neuen Ort zu wohnen, plötzlich alles von vorne aufbauen zu müssen, diese ganzen Gefühle von, ich weiß, wenn ich mit jemandem rede, wie er auf mich reagiert, hinzu, ich muss erst wirklich jeden Menschen um mich herum wieder neu kennenlernen, weil das jetzt nicht mehr Leute sind, die ich kenne seit dem Kindergarten und deren Eltern kenne ich seit dem Kindergarten und was ganz, ganz anderes und es ist so schön geschrieben und ich liebe es. Ich empfehle es wirklich jedem Menschen, weil das ist ein fantastisches Buch. We Are Okay. Das nächste Buch ist Menschenwerk von Han Kang. Tatsächlich mal ein Buch, was ich, also We Are Okay, gibt es glaube ich immer noch nicht auf Deutsch. Ich habe die englische Fassung gelesen. Anders als bei Menschenwerk von Han Kang, was ich tatsächlich auf Deutsch gelesen habe, weil ich kein Koreanisch kann. Das Buch ist total krass, weil es sich mit einer Zeit auseinandersetzt, die quasi im deutschen Unterricht überhaupt nicht behandelt wird und von der mir überhaupt nicht bewusst war, dass sie überhaupt so existiert hat. Es geht um
die Militärherrschaft in Südkorea in den 1980er Jahren und die Studentendemonstration, bei denen sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, bei denen viele Städte von Militär besetzt wurden. Und vor allem das Buch spielt im Endeffekt in einem Zeitraum von ungefähr 30 Jahren. Es beginnt einige Tage nach den ersten großen Ausschreitungen und begleitet da den Schüler Dong Ho, der mit in einer dieser Demonstrationen drin war und mit ansehen musste, wie sein bester Freund angeschossen wurde und danach in einem improvisierten Leichenschauhaus arbeitet und die ganze Zeit hofft, dass sein Freund dort nicht auftauchen wird. Währenddessen aber eigentlich sich bewusst ist, dass die Chance sehr groß ist, dass sein bester Freund gestorben ist und er gibt sich selber die Schuld daran, dass er dafür gesorgt hat, dass es überhaupt so weit kommen kann. Das Buch ist in, glaube ich, 7 Teile geteilt und jeder Abschnitt wird von einer anderen Person erzählt. Die erste von Dong Ho, danach von anderen Personen, die teilweise in dem Leichenschauhaus gearbeitet haben, teilweise an den Demonstrationen teilgenommen haben. Und das Buch ist fantastisch geschrieben. Ich kann leider nicht beurteilen, wie es sich im Original liest. Ich finde aber, was asiatische Romane häufig ausmacht, ist, dass sie so eine ganz eigene Qualität haben, Gefühle und Dinge zu beschreiben, sodass man, obwohl es sehr metaphorisch ist, gleichzeitig sehr gut nachvollziehen kann, was passiert. Und gerade Dinge, die auf einer zwischenmenschlichen Ebene passieren oder auch auf so einer Art, wie kann man es nicht ausdrücken, auf so einer Art Ebene des fast schon übernatürlichen Menschen, die durch irgendwie eine besondere Verbindung miteinander verbunden sind, diese Dinge in Wörter zu fassen und daraus einen poetisches, wundervollen Roman zu machen, der gleichzeitig einen so krass berührt, dass ich wirklich zwischendurch in der Straßenbahn angefangen habe, vor mich hin zu schluchzen, weil es einfach so traurig ist und so schön. Und es geht sehr viel, also es geht hauptsächlich in dem Roman wirklich um Tod, darauf muss man sich einlassen. Es geht sehr viel darum, dass Menschen sterben, um Menschen, die diese Aufstände miterlebt haben und überlebt haben und die auch versuchen zu beschreiben, wie es sich anfühlt, zu überleben. Und wenn es halt wirklich nur noch darum geht, zu überleben und gar nicht mehr das Gefühl zu haben, am Leben zu sein, sondern etwas erlebt zu haben, was so traumatisch ist, dass man danach einfach nicht mehr normal weitermachen kann. Und es ist sehr, 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 sehr schön geschrieben. Punkt. Menschenwerk von Hongkong. Von Han Kang. So, oh, meine Aussprache ist nicht toll. Ich hasse Autorennamen. Und es ist ein sehr schönes Cover. Dann kommt wieder ein Roman aus dem Bereich Young Adult. Und ich weiß, viele, 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 viele Leute haben dieses Buch schon gelesen und mir wurde immer wieder gesagt, wie kannst du alle anderen Rainbow Rowell Bücher mehr oder weniger gelesen haben, aber nicht Eleanor Park? Und ganz ehrlich, ich fand Eleanor Park klang einfach nicht interessant. Eleanor Park von Rainbow Rowell, was auch auf Deutsch erschienen ist, das Original in Englisch, handelt von Eleanor und Park, zwei Highschool-Schülern, die jeden Tag zusammen Bus fahren und mehr oder weniger darüber sich miteinander anfreunden, sich ineinander verlieben. Park ist mehr oder weniger der einzige asiatische Schüler und kämpft ganz viel mit verschiedenen Klischees, die asiatische Schüler so umgeben, dass er vermutlich der krasseste Streber sein muss und seine Eltern ihn ganz streng erziehen, während Eleanor etwas übergewichtig ist und aus einer sehr, sehr verarmten Familie kommt, während sie gleichzeitig eine Schule besucht, auf der eher wohlhabendere Kinder sind und versucht irgendwie damit zu leben. Auch hier sind es vor allem die Dialoge und die sehr, sehr natürlich erzählten Figuren, die dieses Buch besonders machen. Das ist aber auch grundsätzlich etwas, was ich an Rainbow Rowell sehr schätze. Und es ist ein wirklich gut geschriebener Young Adult Roman. Nächstes Buch
gehört offiziell auch noch zu dem Bereich Young Adult. Ich finde es so ein bisschen schwierig, es nur da reinzupacken. Es ist der viel gefeierte Roman Girls von Emma Klein. Auch hier wieder die englische Ausgabe. Die deutsche ist aber auch mittlerweile erschienen. Und im Grunde greift Emma Klein so ein bisschen die Sektenkultur der 60er Jahre auf und bezieht sich in vielen Bereichen auf die Manson Family. Und es geht im Endeffekt um ein junges Mädchen, die unbedingt irgendwo dazugehören möchte und schließlich sich einer Art Sekte oder Kult anschließt und mit diesen zusammen auf einer Farm lebt. Es geht sehr viel um sexuelle Freiheit, aber auch um Freiheit an sich. Es geht darum, wie sich die Rolle von Frauen in den 60er Jahren weiterentwickelt hat, aber es geht auch wirklich um die Frage, wie weit ist man bereit zu gehen, um zu einer Gruppe dazugehören? Oder einfacher formuliert, würdest du einen Mord begehen, nur um von einer Gruppe anerkannt zu werden? Und es geht immer wieder darum, was diese Gruppe gemacht hat, wie es alles eskalieren konnte, wie diese Gruppe wirklich hinterher auch beschlossen hat, unterschiedliche Personen umzubringen und vor allem auch um die Rechtfertigung der Protagonistin zu sagen, ja, ich bin bei dieser Gruppe geblieben, ich wusste, was passieren wird, ich habe gemerkt, wie weit das Ganze eskaliert und trotzdem habe ich beschlossen, da zu bleiben, weil ich unbedingt dazugehören wollte. Das Buch heißt im Original Monsters Call und wurde jetzt auch verfilmt. Beziehungsweise der Film ist schon Anfang des Jahres rausgekommen und das ist nicht die Filmausgabe, sondern die original deutsche Ausgabe, die illustrierte Version. Das Buch ist geschrieben worden von Patrick Ness und Sipon Dov. Ich habe keine Ahnung, wie man ihren Namen ausspricht. Es tut mir total leid. Komplizierter Vor- und Nachname. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es bei 7 Minuten nach Mitternacht um einen Jungen, dessen Mutter an Krebs erkrankt ist und die immer wieder versucht hat, über Chemotherapie und verschiedene Behandlungen sich behandeln zu lassen. Mittlerweile ist sie an einem Punkt, wo man befürchten muss, dass sie vielleicht doch den Kampf verlieren kann. Und während sie immer wieder zurück ins Krankenhaus muss, lebt ihr Sohn, der Protagonist dieser Geschichte ist, Connor, bei seiner Großmutter und versucht mit der ganzen Situation irgendwie klarzukommen. In dieser Zeit erscheint ihm immer wieder ein Monster, 7 Minuten nach Mitternacht, daher der Titel des Romans, der ihm drei verschiedene Geschichten erzählt, die angelehnt sind an Märchen, aber mehr versuchen, ihm zu verdeutlichen, worum es in seinem eigenen Ge Leben geht. Es geht nicht so sehr um Moralität, sondern mehr wirklich darum zu sagen, du musst für dich selber entscheiden, was für dich wichtig ist und wie du jetzt gerade mit der Situation umgehen kannst. Es ist ein sehr schöner Roman, der sich hauptsächlich an Kinder richtet und versucht zu erklären, was ist Krebs, was macht das mit uns, was passiert, wenn ein Familienmitglied stirbt, was für Auswirkungen hat das auf einen Menschen. Und es versucht mit dieser Trauer und diesem Wut, den man vielleicht auch vorher hat, bevor eine Person wirklich gestorben ist, umzugehen und zu erklären, es ist auch okay, wenn ihr euch in so einer Situation schlecht fühlt und es ist auch okay, wenn ihr in dieser Situation nicht eure Eltern hundertprozentig unterstützen könnt, weil ihr seid Kinder. Ihr müsst irgendwie anders damit umgehen. Es ist ein sehr, sehr schöner Roman. Es ist auch eine sehr schöne Verfilmung, die ich ihm auch ans Herzen legen kann. Aber der Roman ist wirklich toll. Das Ende finde ich auch ein wenig besser als bei der Filmversion. So.
die letzten beiden Romane jetzt, bevor ich zum Buch reinkomme, die ich dieses Jahr besonders gut fand. Das eine ist auch wieder aus dem Bereich Kinder und Jugendbuch, eher Kinder als Jugendbuch, ehrlich zu sein. Es ist Mein Freund Pax. Das, ich würde schätzen, während des Zweiten Weltkriegs spielt. Und es geht um Peter und Pax. Peter ist ein kleiner Junge, Pax ist ein Fuchs. Beide leben zusammen. Peter hat Pax sein ganzes Leben lang aufgezogen und nun werden sie durch den Krieg getrennt. Peter soll bei seinem Großvater leben, während Pax in die Wildnis ausgesetzt wird, was Peters Vater beschließt, dass das Beste für ihn ist. Aber schon nach dem ersten Tag wird Peter klar, dass es ein großer Fehler war. Er hätte seinen Fuchs niemals zurücklassen dürfen und versucht, zu seinem Fuchs zurückzukommen, während sein Fuchs gleichzeitig versucht, zu Peter zurückzukommen. Das Buch ist sehr, 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 sehr schön beschrieben. Es ist, wenn ich jetzt wieder sage, es hat mich emotional abgeholt, klingt dann so, als wäre das wirklich das Hauptkriterium für mich für einen guten Roman, aber es hat mich sehr emotional abgeholt und es hat nicht nur eine sehr schöne, jetzt finde ich die Seite nicht mehr, das Buch ist nicht nur von außen sehr schön illustriert, sondern enthält auch innerhalb des Romans immer wieder sehr schöne, kleine Illustrationen, die aussehen, das wären sie Tuschelzeichnungen, würde ich mal tippen. Ja, das ist der komplette Umschlag, wenn die Kamera Lust hätte zu fokussieren. Und auch im Innern des Romans gibt es immer wieder Illustrationen, die die Geschichte untermalen. Das Buch ist, glaube ich, empfohlen für Kinder ab 10, irgendwie sowas, oder 8, bin mir nicht ganz sicher. Es ist aber trotz allem so geschrieben, dass es auch für Erwachsene immer noch gut lesbar ist. Die Satzstrukturen sind teilweise gar nicht mal so einfach, wie ich es für ein Kinderbuch erwarten würde. Und es ist einfach sehr schön. Plus, ich liebe Füchse. Man kann mir ungefähr jedes Buch hinlegen, was irgendwas mit Füchsen zu tun hat, und ich werde es lesen. Muss ich auch einfach zugeben. Geschrieben ist es von Sally Pennypacker. Und das hier ist übrigens die deutsche Version, die man bei dem Titel auch schon erahnen kann. Das englische Buch heißt einfach nur Pax. Der letzte Roman von meinem Stapel, bevor es in meine beiden Reihen geht, die ich definitiv allen Leuten ans Herz legen möchte, ist Das Buch der Wunder von Stefan Bause. Auch hier finde ich das Buch sehr, sehr schön gestaltet. Es hat auf der Außenseite diesen blauen, mysteriös wirkenden Dschungel. Es liegt auch ganz toll in der Hand. Und es ist ein wirklich, wirklich großartiger Roman. Es geht um einen Jungen und seine Schwester, die sich immer wieder Geschichten erzählen. Vor allem seine kleine Schwester Penny ist sehr gut darin, sehr mysteriöse Welten zu erdenken, die aber auch sehr realistisch wirken. Und vor allem ihn auch so weit in ihre Welt reinzuziehen, dass man teilweise nicht mehr weiß, passieren diese Dinge wirklich oder passiert das alles nur in der Fantasie dieser Kinder? Bis zu dem Punkt, an dem Penny plötzlich verschwindet und sich niemand richtig sicher ist, was mit ihr passiert ist. Unser Protagonist ist überzeugt, dass Penny nicht gestorben ist und dass sie irgendwo noch lebt und dass sie irgendwo in dieser Fantasy-Welt, die sie die ganze Zeit beschrieben hat, immer noch am Leben ist. Und sie hat ihm vor allem ein Notizbuch, das Buch der Wunder, zurückgelassen, in dem diese Welt auch sehr genau beschrieben wird. Und er macht sich immer wieder auf die Suche nach ihr. Das Buch spielt über mehrere Jahrzehnte. Es fängt an mit den beiden als Kindern und begleitet die beiden bis zu dem Punkt, wo er, glaube ich, 40 ist. Und immer wieder geht es wirklich um die Frage, was ist mit ihr passiert, wo ist sie hin. Aber es geht auch sehr viel um die Frage, was macht Realität aus? Ist Realität nur das, was in unseren Köpfen passiert oder das, worauf wir uns alle einigen? Oder gibt es für jeden Menschen eine eigene Realität? Gibt es eine Realität, die außerhalb irgendwie passieren kann? Und es gibt wirklich sehr, sehr schöne lange Dialoge, in denen es immer wieder darum diskutiert wird, zum Beispiel hier, jetzt kommt ein Zitat,
dieselben Umstände und doch ist es für jeden von euch das Leben in derselben Wohnung ein vollkommen anderes, weil allein deine Aufmerksamkeit die Realität erschafft, die für dich zählt. Ist dir klar, was das bedeutet? Es gibt keine Fantasie, es gibt keinen Traum. Alles, was gedacht oder geträumt werden kann, existiert, nur auf einer anderen Frequenz. Du allein bestimmst, was aus dem Nebel der Möglichkeiten wirklich auftaucht. Das ist Physik, dachte er, nichts als Physik. Es gibt keine Grenzen, der blaue Himmel ist eine Illusion, eine Täuschung, damit du nicht durchdrehst. Die Finsternis dahinter, das ist dann kein leerer Raum. Das ist unendliche Möglichkeit. Und mit dieser Frage und der Frage, gibt es denn dann wirklich Wunder, wenn alles, was wir erdenken können, auch wirklich wahr sein kann, beschäftigt sich das Buch der Wunder. Sehr schön. Die letzten beiden Sachen aus diesem Stapel, bevor dieser Teil endet und dann Teil 2 anfangen wird, sind zwei Buchreihen, die ich euch gerne noch empfehlen möchte, die ich beide dieses Jahr gelesen habe. Das erste ist die Magisteriumsreihe, die ich wirklich, wirklich lieben gelernt habe. Die Bücher sind unfassbar gut. Es gibt bisher 3 Bände, der 4. wird im Januar erscheinen. Wahrscheinlich werden es insgesamt 5 werden. Die Reihe ist geschrieben worden von Holly Black und Cassandra Clare, also 2 der großen Young Adult Fantasy-Autorinnen, die wir momentan haben. Ich habe hier die deutschen Ausgaben. Magisterium ist eine Fantasy-Buchreihe, die im Endeffekt sich ein bisschen ähnlich liest wie Harry Potter. Und ich weiß, dass alle Leute jetzt schon aufschreien und in die Kommentare schreiben werden und sagen werden, nur weil das mit Zauberlehrlingen zu tun hat, ist das nicht Harry Potter. Ich weiß, es ist nicht Harry Potter, gleich weil es mit Zauberlehrlingen zu tun hat. Es geht aber um 3 Zauberlehrlinge, die zusammen auf einem Zauberinternat sind. Der Protagonist weiß sein Leben lang nicht, dass er Zauberer ist, bis er es plötzlich erfährt und sich fragen muss, warum sein Vater es vor ihm verheimlicht hat. Dann anfängt zur Zaubererschule, dem Magisterium, zu gehen und dort Abenteuer erlebt. Und das ist im Großen und Ganzen das, was passiert. Die Bücher sind sehr, sehr sarkastisch geschrieben, was einfach daran liegt, dass der Protagonist quasi Sarkasmus lebt und atmet. Die Figuren sind alle sehr, sehr sympathisch, es ist sehr humorvoll, aber es ist gleichzeitig auch wirklich spannend. Gleichzeitig hat man nicht das Gefühl, dass die Kinder so ein bisschen im Stich gelassen werden. Das fand ich immer am Anfang von Harry Potter sehr, sehr komisch, dass Dumbledore mehr oder weniger sagt, ja, macht einfach mal hier irgendwelche komischen Mörder, Waffen, was auch immer, mit Voldemort könnt ihr es alleine aufnehmen, wenn ich ihr 3 Kinder wäre dann. Man hatte hier das Gefühl, es gibt Erwachsene, die Erwachsenen sind da und die Erwachsenen unterstützen die Protagonisten. Trotz allem erleben sie immer wieder Abenteuer und es gibt einen ziemlich krassen Story-Twist, den ich nicht verraten möchte, weil es ist ein ziemlich krasser Story-Twist, der diese Romanreihe auch nochmal auf ein ganz eigenes Level erhebt. Ich habe die 3 Bücher, glaube ich, innerhalb von einer Woche komplett durchgesüchtelt und warte gespannt auf Band 4, der jetzt im Januar endlich erscheinen soll. Und ich freue mich total, dass es wahrscheinlich 5 Bände geben wird. Magisterium ist fantastisch. Der erste Band heißt Der Weg ins Labyrinth, gefolgt von Der kupferne Handschuh und Der Schlüssel aus Bronze. Mich nervt ein bisschen, dass die Titel nicht näher, also vor allem der erste nicht näher an der englischen Fassung sind, weil im Englischen heißt jeder, gibt es, jedes Schuljahr hat eine eigene Bezeichnung, die irgendwie nach einem Metall benannt ist und jedes Buch heißt immer passend zu dem Schuljahr, in dem die Figuren gerade sind. Deswegen heißt auch der erste Band The Iron Trial im Englischen und Der Weg ins Labyrinth ist so ein bisschen blöd gewählt, aber was auch immer. Trotz allem, super Bücher, sehr, sehr toll, eine fantastische Fantasy-Reihe, die ich wirklich, 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 wirklich eben nur empfehlen kann. So, irgendwie hat meine Kamera gerade einfach beschlossen, dass sie nicht mehr aufnehmen möchte, was auch immer. Die letzte Buchreihe, oder beziehungsweise das letzte Ding von meinem super fantastisch, ihr müsst das unbedingt lesen, Stapel ist The Last of August, was der zweite Band aus der
Charlotte Holmes Reihe ist und ich liebe diese Reihe. Um ehrlich zu sein, war das auch wieder mal so ein Kauf, wo ich das Cover gesehen habe und dachte, oh mein Gott, das ist so hübsch, ich will das lesen. Und der dritte und letzte Band der Reihe wird nächstes Jahr erscheinen und mir fällt leider gerade nicht ein, wie er heißen wird. Irgendwas mit Jamie. Ha! So oder so, was diese Reihe macht, ist, dass sie die Frage stellt, was wäre, wenn wenn Sherlock Holmes und John Watson beide Ururenkel hätten, sind nur Urenkel, Ururenkel hätten, die sich zufällig beide zusammen treffen und zusammen anfangen, ja, Kriminalfälle aufzudecken. Im ersten Band geht es tatsächlich darum, dass die beiden sich das erstmal kennenlernen. Beide kommen zusammen auf das gleiche Internat in Amerika und unser Protagonist, James Watson, bzw. Jamie, weiß schon vorher, dass Charlotte auf diese Schule gehen wird und ist ein kleiner Fanboy, weil Charlotte Holmes ein kleines Genie, Wunderkind ist, was seit ihrer Geburt mehr oder weniger angefangen hat, Kriminalfälle aufzudecken und er möchte unbedingt mit ihr befreundet sein und hat so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sowas wie die neuen Holmes und Watson sein können. Sie löst Kriminalfälle, er schreibt darüber, er möchte nämlich eigentlich auch Autor werden und was wäre perfekter, als wenn wieder ein Watson und ein Holmes zusammen Fälle lesen würden. Darum geht es in Band 1. Band 2 begleitet die beiden nach Europa, wo sie ja, ihre jeweiligen Familien besuchen. Schließlich kommen die beiden eigentlich aus Großbritannien, auch wenn Jamies Familie mittlerweile zu einem Teil in den USA lebt, und begleitet die beiden durch London, aber auch ein bisschen nach Prag, wo sie versuchen, einen Kriminalfall aufzudecken. Ich finde die Reihe sehr, 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 sehr gut. Sie orientiert sich sehr stark an den Original Sherlock Holmes Büchern, während die ganze Geschichte natürlich sehr, sehr viel moderner geschrieben ist und vor allem auch eher von der Erzählart her in den Bereich Young Adult fällt. Es ist sehr, sehr schön, es ist sehr toll geschrieben. Ich freue mich total auf Band 3. So, und damit ist mein erster Teil von meiner 2017 Lese-Challenge auch abgeschlossen. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt schon so lange gesprochen habe, dass alles andere in Teil 2 gequetscht wird, denn ja, dann geht es um meine Lieblingsmanga und vor allem auch um noch mehr Bücher, die ich gelesen habe. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Ich werde natürlich auch auf meinem Blog über alle Bücher nochmal etwas schreiben und werde auch ganz, ganz viele Dinge unten nochmal in der Description-Box beschreiben. Natürlich werde ich auch nochmal alle Titel von allen Büchern, die ich hier genannt habe, auflisten. Und ich hoffe, wir sehen uns in Video 2. Bye, bye!